Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video Mirkos Meinung. Ich weiß, ich wollte diese Woche eigentlich gar kein Video außer der Reihe machen, aber es hat mir dann doch so auf dem Herzen, dass ich dachte, mache ich das jetzt mal ganz, ganz schnell. Bevor ihr schon auf den Daumen nach unten klickt bei diesem Video, weil ihr sagt, was ist denn das für ein Bullshit hier im Titel, das kann doch nicht sein. Ganz kurz zur Beruhigung, ich würde diese Frage im Titel ganz eindeutig mit Nein beantworten. Natürlich ist es nicht so, alles andere wäre auch ziemlich schräg. Aber warum mache ich dieses Video überhaupt? Es hat den Grund, dass ich mir schon seit einigen Tagen, vielleicht sogar seit einigen Wochen, Gedanken über eine Sache mache, die mir neulich aufgefallen ist. Ich habe ja ein News-Video gemacht zur Situation in Mali. Hier könnt ihr doch mal reingucken, in dem ich erzählt habe, was da so los ist und wer dagegen wen kämpft und in dem ich unter anderem auch das Wort Islamisten sehr, sehr oft verwendet habe. Ich habe mir dabei nichts gedacht, kommt ja immer wieder in den Medien vor und es wird ja im allgemeinen Sprachgebrauch so verwendet als Menschen, die ja im Namen ihres Glaubens andere Menschen unterdrücken, Gräueltaten begehen und so weiter und so fort und nicht irgendeines Glaubens, sondern des islamischen Glaubens und wird immer wieder so verwendet, deswegen habe ich es auch verwendet. Aber das ist einigen von euch sehr sauer aufgestoßen, beziehungsweise hat einige von euch verletzt. Ich habe einige Kommentare unter diesem Video bekommen, in denen Leute geschrieben haben, Moment mal, das kannst du doch nicht so sagen, Islamist, das klingt so, als wären alle Moslems irgendwelche fanatischen Menschen. Ich habe auch Mails bekommen, in denen drin stand, hey, sorry, das fand ich nicht so gut, dass du das gemacht hast und natürlich auch deine Erklärungen dazu. Muss ich auch an dieser Stelle sagen, nie beleidigen, das war wirklich immer sehr, sehr nett geschrieben und auch wenn es beleidigend gewesen wäre, hätte ich das natürlich angenommen, aber in diesem Fall hat es mich noch mehr zum Nachdenken angeregt, weil ich dachte, das ist vielleicht ein Punkt, über den jemand wie ich, der christlich erzogen wurde und der mit islamischem Glauben bisher nur dadurch zu tun hatte, dass er ja Freunde hat, die Moslems sind und der natürlich in der Schule, an der Uni da ein bisschen was mitbekommen hat, in den Medien, aber der nicht so den direkten Bezug hat zu dieser Religion, vielleicht gar nicht denkt. Und da bin ich euch erstmal sehr dankbar für diese Kommentare und ich dachte mir, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema für so ein Meinungsvideo und gutes Thema, über das man diskutieren kann. Ich möchte das jetzt auch nur ganz kurz anreißen und möchte euch dann selbst ein bisschen die Fläche geben, darüber zu sprechen, weil ja, ich finde das einfach interessant. Die große Frage ist, Islamist, ist das ein Wort, das man verwenden darf oder beleidigt man damit automatisch alle Moslems? Das Wort Islamist, ja, schließt ja eigentlich erstmal nur ein, dass da jemand an den Islam glaubt. Ist ja gar nichts Schlimmes. Klingt ein bisschen wie Christ. Aber es ist eben dann doch etwas mehr. Vor allem ja, ist dieses Wort zustande gekommen durch den 11. September. Leute wie Mohammed Atta und seine Mitstreiter, die da die Anschläge begangen haben, wenn sie es dann getan haben, ich weiß, Verschwörungstheorien hin oder her, wir sagen jetzt einfach mal, sie haben es getan, die hat man als Islamisten bezeichnet und damit hatte man so eine Art Neuschöpfung, auch wenn es das Wort vorher schon gab. Aber in diesem Zusammenhang war es dann doch eine Neuschöpfung für Menschen, die Straftaten begehen im Namen des Islam. Und ab dann hat man dieses Wort in den Medien und auch sonst im allgemeinen Sprachgebrauch immer wieder verwendet für ja, irgendwelche schlimmen Dinge im Zusammenhang mit dem Islam. Ich habe mal kurz überlegt, gibt es so ein Wort auch im Christentum? Und ich bin da nicht unbedingt drauf gekommen. Christianist gibt es nicht. Man würde vielleicht sagen, radikale Evangelisten. Das ist vielleicht so ein bisschen das Pendant, aber jetzt auch nicht so wirklich. Also das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Es wird der Name einer Religion gleichbar verwendet, um was Negatives zu nehmen. Da kann ich verstehen, dass das Leuten, die islamischen Glaubens sind, sauer aufstößt und dass sie sagen, Moment mal, warum sagt man da Islamist? Warum sagt man nicht Rebell oder Aufständischer oder sonst was? Warum muss das Wort Islam darin vorkommen? Und da habe ich wirklich großes Verständnis, dass diejenigen von euch, die Moslems sind, sich angegriffen fühlen und sagen, warum betont die Religion immer so bei Menschen, die solche Straftaten begehen? Anders Behring Breivik zum Beispiel, der Attentäter von Norwegen, der hat vor einer Islamisierung Europas gewarnt und hat deswegen seinen Amoklauf gestartet auf der Insel Utøya, ganz, ganz grausam, was er da gemacht hat. Man hat ihn aber eigentlich immer nur, oder man bezeichnet ihn immer nur als Rechtsradikalen. Aber immer wieder scheint auch durch, dass er das aus Glaubensgründen gemacht hat. Aber da kommt keiner auf die Idee zu sagen, der radikale Christ. Und auch da verstehe ich euch, die ihr sagt, ich bin Moslem und ich finde das ungerecht, dass bei den einen Islamist gesagt wird, wenn Christen sowas machen, wird das nicht gesagt. Unterm Strich habe ich aus dieser ganzen Sache mitgenommen, dass ich jetzt sehr, sehr vorsichtig bin, wann ich das Wort Islamist gebrauche. Ich werde es wirklich jetzt sehr, sehr selten nur noch gebrauchen und nur noch dann, wenn ich es wirklich bewusst so meine.
Und ich habe auch mitgenommen, dass wir einfach miteinander reden sollten. Mir war vorher gar nicht so bewusst, dass das zum Beispiel verletzend sein könnte. Und ich denke, dass es vielen anderen auch so geht. Also lasst uns ein bisschen reden, hier unter diesem Video in den Kommentaren. Bitte beleidigt euch nicht, bitte respektiert die Religion des anderen. Bitte verurteilt nicht eine Religion als gewalttätig, obwohl ihr die Religion gar nicht so genau kennt. Und auf der anderen Seite, bitte bezeichnet jetzt nicht Leute, die mit eurer Religion sich nicht so gut auskennen oder so, als Ungläubige oder schlechtere Menschen. Also lasst uns das alle nett behandeln. Ich weiß, das macht ihr sowieso immer, aber unter diesem Video ist es mir besonders wichtig und da bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank schon mal und noch einen schönen Abend.